Was ist ein Lutheraner? Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, aber eine der schönsten ist zugleich eine der einfachsten. Ein Lutheraner ist ein Mensch, der die Wahrheiten der Bibel lehrt, bekennt und glaubt, so wie sie in unseren Bekenntnissen zusammengefasst sind. Wir schauen heute mal ein bisschen in unsere Bekenntnisse rein. Vielleicht warst du schon mal bei der Ordination eines Pastors dabei. Hast gehört, dass er ein Bekenntnis abgibt zu den Dingen, quasi ein Eid zu seinen Aufgaben. Hast vielleicht auch mal bei mir in einem Video gesehen. Ich habe das hier hinten stehen von meiner Ordination, das Ordinationsgelübde, wo drin steht, Heilige Schrift ist Nummer 1 und dann kommen die Bekenntnisschriften, die das auslegen für uns und zusammenfassen. Wenn man bei uns durch Konfirmationen die Gemeinde aufgenommen wird, dann wird man gefragt, ob man die Lehre, so wie die in dem Katechismus zum Beispiel gelehrt wurde, ob man dahinter steht, ob man die bekennt, ob man die lebt. Und diese beiden Punkte alleine schon zeigen uns, dass Bekenntnisse für so eine lutherische Kirche einen ziemlich großen Stellenwert haben. Schauen wir mal ein bisschen genauer rein. Ich habe das ein oder andere Mal schon mal dieses Buch hier hochgehalten. Das sind die Bekenntnisschriften unserer Kirche. Am Anfang stehen bei uns ganz einfach die drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse. Da gibt es das apostolische Glaubensbekenntnis, das nizänische Glaubensbekenntnis und das athanasische Glaubensbekenntnis. Und die werden altkirchlich genannt, manchmal auch ökumenisch genannt, was nichts anderes bedeutet als universell. Und das drückt aus, die drei Bekenntnisse sind umfassend für eigentlich so gut wie alle christlichen Kirchen der Welt. Also alle christlichen Kirchen der Welt haben diese Bekenntnisse in ihrem Glaubenskanon mit drin. Und die sind ein weltweiter Ausdruck davon, was Gottes Wort uns lehrt. Danach kommt in unseren Bekenntnisschriften der Hauptteil unseres Bekenntnisses, nämlich das Augsburger Bekenntnis, manchmal auch Confessio Augustana genannt oder die Augsburger Konfession. Und das ist ein besonderer Text. Da müssen wir mal zurückgehen ins Jahr 1530. Da wurden nämlich Luther und die Reformatoren, also die sich um ihn versammelt hatten bis zu der Zeit, vom Kaiser aufgefordert, in Augsburg darzulegen, was da jetzt eigentlich Phase ist. Was glauben die und was ist da los? Und was hat das mit der katholischen Kirche zu tun und was ist daran anders? Wieso gibt es da Streit, war die Frage. Philipp Melanchthon, einer von sozusagen Luthers rechte Hand, wenn man so will, der ist dann zu der Zeit dann dahin und hat dieses Augsburger Bekenntnis verfasst. Luther hat das gegengelesen und Melanchthon hat es dann vorgetragen, vor dem Kaiser und den Vertretern der katholischen Kirche, die da waren. Ziel dieses Bekenntnisses ist es zu zeigen, wir glauben eigentlich nichts anderes, als was die Bibel sagt. Also eigentlich kannst du streichen. Wir glauben nichts anderes, als das, was die Bibel sagt. Und das ist in diesem Augsburger Bekenntnis aufgeschrieben, ja, also ne, Ort in Augsburg wurde das gemacht, Bekenntnis, wir bekennen, was wir glauben und es wird dann ganz wunderbar gezeigt durch dieses Bekenntnis hindurch immer, das und das lehrt die Bibel und das glauben wir. Und das ist dann immer so ein ne, kleiner Text und dazu stehen dann die Bibelstellen, auf die man sich bezieht. Kurz darauf wurde Melanchthon aber wieder nach Hause geschickt. Die Katholiken hatten ein Gegenschreiben erstellt, wo drin steht, nee, das ist das, was man eigentlich glauben soll. Melanchthon hat sich also wieder an den Schreibtisch gesetzt und hat die Apologie des Augsburger Bekenntnisses geschrieben. Die ist auch hier drin, die gehört auch dazu. Und die Apologie des Augsburger Bekenntnisses, Apologie denkst du vielleicht Entschuldigung, also nehmen die das dann zurück. Apologie ist keine Entschuldigung, sondern eine Verteidigung. Die Apologie des Augsburger Bekenntnisses, da wird sozusagen nochmal einer oben drauf gesetzt. Da wird nochmal gesagt, nee, wir haben das schon so gemeint und wir meinen das so, weil die Bibel das so sagt. Das Augsburger Bekenntnis ist das wichtigste Bekenntnis unserer Kirche. Und innerhalb dessen ist der Artikel über die Rechtfertigung, das ist ganz, ganz wunderbar gemacht, das ist der längste Artikel in diesem ganzen Buch. Also das Buch ist so in Kapitel unterteilt und in einzelne Abschnitte. Und der längste Abschnitt, da geht es um die Rechtfertigung, weil das ist der Kerngrund, das Wichtigste an der Reformation. Daran hat sich das Ganze entzündet. Das war der Moment, wo das fast zum Überlaufen gekommen ist. Und deshalb ist das hier auch wunderbar am größten mit drin. Das längste Kapitel ist nämlich dieser einen entscheidenden Wahrheit des christlichen Glaubens gewidmet, nämlich der Rechtfertigung. Und zwar Rechtfertigung allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein durch Christus. Das ist der zentrale Punkt. Deshalb ist dieses Augsburger Bekenntnis auch dieses zentrale Bekenntnis bei den Lutheranern. Danach kommen dann noch so kleinere Texte, die aber auch alle eine wichtige Funktion und Gewicht haben. Da sind zum Beispiel der Große und der Kleine Katechismus. Ähnlich auch in der Zeit, wo es mit dem Bekenntnis losging, mit dem Augsburger, war Luther unterwegs und hat festgestellt, Moment mal, die ganzen Pfarrer und Pastoren hier rundherum, die wissen ja eigentlich gar nicht, was los ist. Und die Laien noch viel weniger. Man muss denen wieder beibringen, worum es im Glauben geht. Deshalb hat er den Kleinen und den Großen Katechismus geschrieben, als ein Werkzeug, um die Basics des Glaubens zu lernen. Und da geht es dann um die 10 Gebote, um die Taufe, um das Abendmahl, ums Vaterunser, ums Glaubensbekenntnis.
Und nach wird das so ausgelegt, immer in so einem Frage-Antwort-Schema, damit man sich da leicht reindenken kann und das tatsächlich zu Hause nutzen kann. Zum Beispiel die Pastoren in ihren Kirchen, die Väter zu Hause mit ihren Familien in so einem Frage-Antwort-Schema. Ja, da gibt es eine Frage, zum Beispiel zu den Geboten dann, und dann immer, was bedeutet das? Und dann gibt es eine Antwort, die da mit reingedruckt ist in den Katechismus. Jetzt mag vielleicht die Frage kommen, okay, aber was ist der Zusammenhang zwischen Bibel und Bekenntnis? Wieso nimmt man nicht die Bibel? Wieso gibt es ein extra Buch? Was ist da los bei den Lutheranern? Nach lutherischem Verständnis werden diese Bekenntnisse als Richtlinien des Glaubens verstanden. Die sind zwar verbindlich, haben aber keine eigene Autorität. Ein Bekenntnis hat nicht Autorität im luftleeren Raum, wenn du so willst, sondern das Bekenntnis hat seine Autorität nur, weil gesagt ist, das, was da drin steht, ist nichts anderes, als was in der Bibel drin steht. In der theologischen Sprache sagt man, das Bekenntnis ist zwar eine Norm, aber das ist eine Norm, die normiert wird durch die Bibel. Die Bibel ist für sich die große Norm und das Bekenntnis hat nur Recht und ein Anrecht, überhaupt was über den Glauben zu sagen, weil es von der Bibel normiert wird. Also im Bekenntnis kann nichts anderes stehen als in der Bibel. Ich lese mal hier aus dem letzten Stück der Bekenntnisschriften, das ist die Konkordienformel. Konkordienbuch, so kleine Klammer. Nach Luthers Tod gab es Streitereien unter den Lutheranern. Natürlich. Und dann musste man sich schließlich darauf einigen, was gehört zu unserem Bekenntnisstand. Und in dem Konkordienbuch, so nennt man das ganze Ding dann, da gibt es die Konkordienformel mit drin, die nochmal das Verhältnis zwischen Bibel und Bekenntnis klar macht. Und da heißt es direkt am Anfang: Die Heilige Schrift ist einzige Norm der Kirche. Andere Schriften sind ihr nicht gleichzuordnen, sondern unterzuordnen. Und dann wird nochmal ausgeführt, dass es eben nur eine Maßgabe gibt, nur eine Richtlinie und alles andere muss mit dem übereinstimmen. Also alles andere muss mit der Bibel übereinstimmen, sonst weg damit. Was ja auch der Streitpunkt war zwischen Luther und der katholischen Kirche, dass er gesagt hat, ihr macht ja Dinge, die haben nicht mit der Bibel zu tun, also weg damit. Und die haben gesagt, nee, nee, wir möchten es gerne behalten. Und natürlich machen sie den gleichen Fehler dann nicht nochmal, sondern schreiben explizit nochmal hinten ran, was in unseren Bekenntnissen drin steht, muss daran gemessen werden, ist es biblisch. Und wenn es nicht biblisch ist, dann muss es raus. Wo liegt der Schwerpunkt dieses lutherischen Bekenntnisses? Wir nähern uns jetzt wieder der Frage, was ist eigentlich ein Lutheraner? Die lutherische Reformation ist keine Revolte und kein Kampf, sondern es hat angefangen als eigentlich eine viel ruhigere Sache. Ja, es gab später Momente, wo es ganz hitzig wurde, aber es war eigentlich eine ganz ruhige Bewegung am Anfang. Ja, schon emotional. Aber es war ein durchdachtes Suchen nach Wahrheit. Es war die Sorge, die bei Luther angefangen hat, um falsche Lehre, die in der Kirche sich breit gemacht hatte. Und eben dann ein Suchen nach der wahren Lehre, ein Suchen nach dem wirklichen Evangelium, das sich in der Rechtfertigung findet. Die Rechtfertigung des Sünders vor Gott, allein in Christus, allein durch Glauben, allein aus Gnade. Und deshalb ist der Kernpunkt der lutherischen Kirche und auch der Punkt, mit dem es steht oder fällt, ist die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung muss richtig verstanden werden, sonst ist es alles hinfällig. Das ist der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt, sagt man auch manchmal. Und deshalb ist alles, immer wenn es um die Rechtfertigung geht, also das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, gestört durch die Sünde, durchs Gesetz verurteilt und allein Rettung durch Christus. Und das wird uns im Glauben durch Gnade, wird uns das zuteil und nur das ermöglicht uns ein Leben vor Gott. Deshalb sind immer denn, wenn es darum geht, die Artikel hier auch besonders dick drin, weil das nämlich die wichtigen Fragen sind. Du hast auch zu allen möglichen anderen Themengebieten Artikel und Sachen, wo was geschrieben steht, aber die sind dann echt oft kürzer, weil es dann auch heißt, ja, da können wir uns Gedanken drüber machen, aber das ist nicht entscheidend. Wenn wir das jetzt zusammenbringen, Lutheraner, Bekenntnis, dann merkst du schon, das kann man nicht so richtig voneinander trennen. Ja? Ein richtiger Lutheraner ist ein konfessioneller Lutheraner, ein Lutheraner mit Bekenntnis im Hintergrund. Wir meinen dann einen Lutheraner, einen Menschen, der für seinen Glauben einsteht, der mit Leidenschaft für seinen Glauben steht, der sagt, es geht nicht nur um, wie machen wir es, sondern es geht auch ganz, ganz stark um den Inhalt, es geht ganz stark um die richtige Lehre, es ist ein Ringen darum. Und deshalb sind unsere Bekenntnisse da auch wichtig, weil die nämlich auch so einen Schutzzaun machen. Ja? Die Bekenntnisse erlauben uns auch zu sehen und zu prüfen, was passiert da. Jemand, der da spricht, jemand, der predigt, jemand, die in der Gemeinde was machen. Stehen die auf der Grundlage des Bekenntnisses oder bewegen die sich außerhalb davon? Das heißt, so ein Bekenntnis gibt auch immer die Möglichkeit, Dinge zu überprüfen. Lutheraner zu sein bedeutet, Gottes Wort zu ehren. Und Gottes Wort zu ehren bedeutet auch immer, bemüht sein um Wahrheit, bemüht sein um Klarheit, bemüht sein darum, nicht schwammig irgendwie daherzureden, sondern zu versuchen, tatsächlich zu dem Kern vorzudringen.
und es nicht in der Schwebe zu lassen, sondern drüber nachzudenken. Dinge auch zu Papier zu bringen, was wir aufschreiben, darüber kann man reden. Ja? Und diese Bekenntnisschriften, falls es noch nicht deutlich geworden ist, die haben nicht den gleichen Standard wie eine Bibel. Ja? Die Bibel steht ganz oben, daran wird nicht rumgerüttelt und kritisiert und machen wir morgen so, heute so. Bekenntnisschriften sind zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden und natürlich, wir gehen davon aus, dass die in einer möglichsten Exaktheit, in einer möglichsten Genauigkeit die biblische Lehre widerspiegeln und systematisieren. Ja, das heißt, du kannst aufschlagen zur Rechtfertigung und dann hast du da die Zusammenstellung der Gesamtheit der biblischen Lehre zu dem Thema und genauso zu allen anderen Themen. Trotzdem würde niemand sagen, auch der härteste Lutheraner nicht, dass die Bekenntnisschriften gleichgestellt wären mit der Bibel oder vielleicht inspiriert oder unfehlbar oder sowas. Ja, das sind Worte, die gehören nicht zu den Bekenntnisschriften. Bekenntnisschriften sind von Menschen geschrieben, das ist ganz wichtig. Aber die sind elementarer Bestandteil und elementarer Ausdruck unseres christlichen Glaubens. Und gerade im Zeitalter von Individualismus und alles auf sich selbst sehen und den eigenen Glauben haben, ich glaube, da kann die lutherische Stimme besonders stark sein, zu zeigen, es gibt mehr als das, was gerade in mir vorgeht. Es gibt eine gemeinsame Grundlage, es gibt etwas, was uns eint. Es gibt diese Bekenntnisse, die dafür sorgen, dass wir eine Kirche sind. Und es gibt ein wunderbares Zitat von einem Theologen namens Carl Truman und das möchte ich jetzt am Schluss einmal vorlesen. Er sagt, ich möchte hier betonen, dass Christen nicht gespalten sind zwischen denen, die Glaubensbekenntnisse oder Bekenntnisschriften haben und denen, die sie nicht haben. Vielmehr sind sie gespalten zwischen denen, die öffentliche Glaubensbekenntnisse haben, die aufgeschrieben sind und als öffentliche Dokumente existieren, die einer öffentlichen Kontrolle, Bewertung und Kritik unterliegen und denen, die private Glaubensbekenntnisse haben, die oft improvisiert, ungeschrieben und somit nicht öffentlich zugänglich sind, nicht bewertungsfähig sind und, was entscheidend und ironisch ist, nicht daher der Prüfung durch die Schrift unterliegen, um festzustellen, ob sie wahr sind. Ein Lutheraner ist jemand, der sich immer wieder auf die Suche nach Wahrheit begibt. Nicht im luftleeren Raum für sich, sondern mit einer Geschichte, mit einer Tradition, mit dem Vertrauen darauf, dass die ganzen Menschen, die vor uns da waren, nicht alles Idioten waren, sondern dass sie ziemlich, ziemlich schlaue Dinge über Gott rausgefunden und gesagt haben. Und deshalb bin ich ziemlich froh, dazu zu gehören und ziemlich froh, Lutheraner zu sein. Das war unser kleines Video zu heute. Christliche Basics, lutherische Basics. Schreib du mir doch gerne rein, welche Themen zu Luther dich noch interessieren. Das wären einige Videos zu dieser Luther-Serie, die heute damit angefangen haben, mit diesem kleinen Video. Und die werden dann immer mal zwischendurch kommen. Also schreib mir gerne in die Kommentare rein, was interessiert dich zum Thema Lutheraner sein. Ansonsten, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Die Chance besteht, dass du es nicht gemacht hast. Ich sehe in den Statistiken, dass weniger als die Hälfte der Zuschauer den Kanal abonniert haben. Wenn du einen YouTube-Account hast, abonniere mich gerne. Ich freue mich. Und ansonsten Video verteilen, weiterschicken auf Facebook, auf Twitter, wo du sonst so aktiv bist. Ich freue mich, wenn das hier in die Welt rausgeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.